Da ist jede Menge Wut im Bauch gewesen. Den wollte sie unbedingt machen und das hat sie dann ja auch und Denise Hanke mit der Angabe. Und der passt. Lupenreines Ass, da rufen sie sich zu aus auf Stuttgarter Seite. Die dann jetzt auch Auszeit nehmen, aber der Ball hat genau gepasst. Jetzt nutzen beide auch die Auszeit aus. Stuttgart natürlich, sie haben sie genommen. Aber auch Tore Alexandersson. Und Tormann geht von der Platte. Und die Halle ist voll dabei. Neu im Spiel jetzt. Maja Pachale. Und der Ball ist aus und der Punkt für Schmerin Ross zu weit und Hanke darf erneut zur Angabe. 22:18. Und der Ball von Hanke geht ins Netz und dann rollt er nicht mehr rüber, sondern zurück. Da kann der Trainer nur die Hände an die Hüften schränken. Weiter redet er auf seine Mädchen ein, da von der Seitenlinie. Und der Punkt für Maren Brinker. Konnte sie den Ball nicht richtig annehmen? 22:20. Wieder Schwierigkeiten, aber diesmal lösen sie es besser. Und der Punkt von Maja Parale. Den hat sie gewollt, die Freude schreit sie raus. Adler Robber kommt jetzt für Retzlaff, die da noch zweimal Schwierigkeiten hatte bei der Angabe. Und Schaus mit der Angabe jetzt. 23:20 die Führung für den Schweriner SC in diesem so wichtigen Satz. Und Ross schlägt Adlerova an. 23:21. Pila Jamecki. Schaus geht nochmal raus. Auf Schweriner Seite. Gutsche kommt. Und der Ball geht ins Netz und das bedeutet Satzball für den Schweriner SC und die Halle erhebt sich. Anja Brandt mit dem Aufschlag zum Satzgewinn. Das war eine gute Angabe, aber auch klasse gemacht von Stuttgart Brandt mit der kurzen Variante. 24:22. Ross geht jetzt nochmal aus dem Spiel. Und Mona Elvasimi zur Angabe. Den Tausch haben wir ja schon mal gesehen heute.
Und der Ball ist aus. Ja, und das, der Ball war weg. Und damit Satzgewinn für den Schwerin SC. 25 zu 22 geht der dritte Satz an den Schwerin SC. Und damit steht es 2 zu 1 nach Sätzen. So, und auf geht's in Satz Nummer 4, angefangen heute, jetzt vom Schweriner SC. Denise Hanke darf eröffnen. Und das war eine gute Angabe, und das war Berit Kaufeld, den Ball noch rüberschiebt, 1-0. Und damit ist der Schweriner SC momentan nur noch 24 Punkte weg vom Viertelfinale. Bei den Stuttgartern sind es noch etwas mehr. Und in die Tanke mit dem Aufschlag ins Netz. 1-1. Maren Brinker für Stuttgart bei der Angabe. Und Parale bleibt im Block hängen gegen Ross. 2-1 für Stuttgart. Aber jetzt haben wir genau das, was ich im dritten Satz eben angesprochen hatte. Stuttgart muss diesen Satz gewinnen. Schwerin nicht. Deswegen kann Schwerin etwas leichter aufspielen und mit diesem vierten Satz die dritten Satz gewinnen. Und da stehen sie sich selber im Weg. Aber Parale holt den Ball noch. Und da hörten wir sie gerade. Maja Parale, Mädels, macht den Mund auf. Mund aufmachen, dann klappt das auch. Missverständnis, 3-1 für Stuttgart. Und Schaus schlägt den Block an und von da aus geht er gegen den Schiedsrichter. 2-3. Schaus jetzt auch mit der Angabe für Schwerin. Und der wäre wohl aus gewesen, aber sie gehen doch hin, Maren Brinker. Und kriegt den Ball dann nicht unter Kontrolle. 3-3. Und der Block steht auf Schweriner Seite und schlägt sie den Ball ins Netz. Und damit natürlich der Punkt für Schwerin, 4-3. Schaus erneut. Und wieder kriegen die Stuttgarterinnen den Ball da nicht unter Kontrolle. 5-3. Nadja Schaus. Und der Ball zu weit, Punkt für Smart Allianz Stuttgart. Vielleicht Jamecki jetzt mit der Angabe.
Und auch der ist soweit. Sechs zu vier. Kaufeld. Und Bachale schlägt den Block an. Das ist eine Auflage. Das andere blieb ihr eigentlich auch gar nicht übrig in der Situation, aber sie schlägt ihn eben so an, dass der Ball ins Aus geht und damit der Punkt für den SSC. Kaufeld erneut mit der Angabe. Mit dem ganz eigenen schrägen Anlauf. Es war schön gespielt von den Stuttgarterinnen, die kriegen die Schweriner den Block nicht rechtzeitig zu. Und an Tormann fällt der Ball dann runter. Ross war da, und Ross jetzt auch bei der Angabe. 7 zu 5. Und Tormann mit dem Diagonalschlag. Zur ersten technischen Auszeit. 8 zu 5 für den Schweriner SC. Und wenn Sie immer noch Ture Alexandersson auf seine Mädchen einreden sehen, haben die Stuttgarter den Kreis bereits aufgelöst. Kurze, knackige Ansprache auf Stuttgarter Seite. Und die stehen jetzt hier mächtig unter Druck. 2 zu 1. Na, jetzt liegen sie hin. Jetzt ist Ture Alexandersson auch mal frühzeitig fertig. Und das nutzen seine Mädchen, um hier die Halle mitzunehmen. Die jetzt lautstark hinter den Schwerinerinnen steht. 8 zu 5. Die Führung. Jetzt. 2 zu 1 die Satzführung und die erste Angabe jetzt in diesem Spiel für Maja Pachale. Und er war zu weit. Etwas zu viel Schmack ist dabei. 8 zu 6. Grabstein. Mit der Angabe jetzt für Stuttgart. Adlerova bleibt im Block hängen. Und jetzt gab es wohl einen technischen Fehler. Also übertreten. Wenn ich das richtig gesehen habe. 8 zu 7. Gravenstein. Alarova mit dem Ball und da waren die Stuttgarterinnen dran und damit der Punkt für den SSC. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation.